Hallo meine Damen und Herren, ich heiße Sie recht herzlich zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Daylight. So, Schluss mit dem schmalzigen Sprüche. Wir befinden uns hier, wie gerade schon erwähnt, zurück bei Let's Play Daylight. Zurück in diesem Tunnel, dieser Kanalisation. Jetzt bin ich mal gespannt, wo uns dieser Kanal hinführt. Building hopes on a foundation of confusion, misery and death. Und die Soundkulisse spielt uns wieder ordentlich ein. Die alte auch hier unten ist. Da warten wir es mal ab. Ist aber ganz schön langer Weg. Wenn man bedenkt, dass wir in zwei weitere Richtungen auch gehen. So, hier gibt es nichts zu finden in dem Schreibtisch. Die Kisten sind auch nicht zu interagieren. Da hinten ist auch nichts weiter. Also laufen wir mal weiter den Weg entlang. So. Weiterer Gang nach rechts. Nehmen wir da voll. Ich habe schon Leuchtstäbe. Signalfackel gefunden. Finden tut man hier reichlich was. Nur sollte man es dann natürlich auch benutzen. Aber so sparsam wie ich immer bin mit allem. ...24. März 1940. Mitarbeiter Rob Sandoval. Gewartet. Stromversorgung im zweiten Stock. Nicht gewartet. Während der Reparatur eines Waschbeckens im zweiten Stock begannen die Lichter auf dem gesamten Stockwerk zu flackern, bis sie ausfielen. Die Schutzschalter schienen in Ordnung zu sein, kurz danach gingen die Lichter von selbst wieder an, muss die alten Wartungsberichte durchgehen und sehen, ob es einen Zusammenhang gibt. Na, der Zusammenhang ist bestimmt die alte. Guck mal, hier ist schon wieder was von Wichtigkeit. Aber du sagst jetzt, Mädchen, wir brauchen wieder einen neuen Schlüssel. Ich wollte gerade fragen, wo kommt diese Klaviermusik her? Hat sie sich aufgehängt? Oh, please God. Was? Make it stop. Hell had no fury like a woman scorned, and you've managed to scorn them all. Ich schätze mal, es war eure Patientin, die sich dann, wie wir gerade gesehen haben, irgendwann aus Selbstmord begangen hat und sich anscheinend aufgehängt hat. In der Folge haben wir auch gesehen, dass es durch Flammen ging. Könnte das eine Anspielung sein, dass er dann eingeäschert wird? Rob Sadowal, gewartet. Flackernder Lichter im zweiten Stock. Ich habe in den Tunneln nach dem Grund für das Flackern gesucht. Ich gehe davon aus, dass sich dies um ein Problem mit den alten Stromleitungen handelt. Allerdings konnte ich keine gründliche Inspektion durchführen. Ich bin über die Docks eingestiegen, habe aber die Nacht hauptsächlich damit zugebracht, unter der Einrichtung herumzuirren. Ich habe Steine und Müll zusammengetragen, um mir zu helfen, wieder zurückzufinden. Aber als ich hinaus wollte, befand sich entweder an anderen Stellen oder sind ganz verschwunden. Das klingt aber sehr mysteriös. Ich werde später zurückkommen, um den Job zu erledigen. Bin auf dem Weg an die Oberfläche.
Na, wie gut, dass derjenige keine Horrorfilme kennt, sonst wäre es dem wahrscheinlich schon ein bisschen kurios vorgekommen. Von da sind wir gekommen, richtig? Da war ja, genau. Also, wenn ihr auf die Karte guckt, dann laufen wir mal wieder zurück. Hier gab es ja nichts mehr zu finden. Ich hab sie gerade anderen gehört. Mittlerweile bin ich so schlau zu wissen, dass wenn mein Handy flackert, dass sie irgendwo in der Nähe ist. Okay. Was war das? Das fragst du dich erst jetzt? Ich frage mich schon seit 6 Folgen. Ich habe zu viele Leuchtstäbe. Ich habe im Pumpenraum Papier gefunden. 2 Tage sind vergangen, seitdem mich die Krähen auf dem Dock angegriffen und in diesen Tunnel getrieben haben. Es war, als würden sie mich absichtlich hierher drängen. Vor lauter Panik bin ich tiefer hineingerannt, als ich dachte. Jemand würde mich verfolgen und, ehe ich mich versah, habe ich mich ganz verirrt. Oh Gott, ich hoffe, ich finde hier bald hinaus. Der Krähenmann. What the fuck? Who's the Krähenmann? They presented the sigil. Claim it. Was? Adam Peterson. Gewartet, Rohrbrüche, Kanalisation. Jeden Brief auf Windisch handelt von einer Wartung. Mit den mir zur Verfügung gestehenden Mitteln konnte ich 2 temporäre Arbeitskräfte anstellen, um das Rohrproblem anzugehen. Andere Probleme wurden als unerheblich eingestuft. Allerdings bereitet es mir Schwierigkeiten, sie zu behandeln. Ich verstehe nicht viel von ihrer Sprache, aber sie reden ständig etwas von blinkenden Lichtern und einem Gesicht. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich muss allerdings zugeben, dass ich die Geschichte von wandelnden Schatten hier unten etwas real anfühlen. Was ist los? Ich kann mittlerweile schon die einfachsten Worte nicht mehr aussprechen. Okay, jetzt suchen wir mal weiter den Schlüssel. Irgendwo muss er ja hier unten sein. Da oben waren wir noch nicht. Laufen wir mal hier entlang. Oh, fickt! Was? 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 Stell dich mal übel mies, wenn die einfach direkt vor deiner Nase auftaucht. Und wir haben das Buch gefunden. Den Schlüssel. Please tell me it isn't true. It can't be. They never forgave those who persecuted them so. 400 years of rage, Sarah. 400 years of rage. Schön und gut 400 Jahre des Zorns, aber was hab ich denn damit zu tun? Vor allem würde mich noch immer interessieren, warum wir jetzt hier sind. Ich höre sie. Ich habe sie auf meinem linken Ohr. Lauf, Sarah. Lauf. Lauf, Schätzle. Schnell zum... Oh! Nein, die hängt! Ich bin gerade am Gelände. Boah! Nein! Lauf. Jetzt, ich glaube, die ist gerade ganz, ganz mies gelaunt. So aggressiv ist ja noch nie auf uns zukommen. Okay, außer da in der Folge mit den Gefängniszellen. Aber jetzt gucken wir mal, dass wir schnell jetzt zu dem Tor kommen. Ja, wir haben den richtigen Weg gefunden. Und nutzen den Schlüssel. Zum
apparently built too many walls and not enough bridges. But these walls allowed for more delicate work. Work without interruption, focused and precise. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Okay, das ist unsere Aufgabe, wieder einschalten. Einen. Unterbrich mich nicht bitte, wenn ich rede. Einen Schalter zu finden. Was ist das? Mörser hat mir gesagt, ich könnte nicht mehr in mein Büro kommen. Er sagte, es gäbe zu viel Arbeit für mich und ich könnte nicht ständig hierher kommen. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich dieser Ort brauche, dass er mir dabei hilft, mit dem Stress fertig zu werden. Wieso interessiert es ihn überhaupt? Ich kann nirgendwo sonst schreiben. Das ist der einzigste Ort, wo ich die wahren Dinge in meinem Kopf hören kann. Es ist komisch. Hier unten bin ich nie allein. Es ist, als ob meine Mutter bei mir wäre. Aber sie ist vor Jahren gestorben. Hier ist irgendetwas und ich kann es nicht aufgeben. Ich glaube, ich gehöre hierher. Wer ist das? Der, wo diesen Brief geschrieben hat? Einen Arbeiter? Ein Angestellter? Oh mein Gott, was war das? Gibt's keinen Rohrbruch? Einer der neuen Wärter ist verschwunden. Wir gehen hier normalerweise nicht hinunter. Aber Mörser hat uns aufgetragen, ihn zu finden, bevor er unsere Arbeit erschwert. Ich hoffe, dem Kerl geht es gut. Na sicherlich, was soll denn hier unten schon passieren? Auf! Oh. Das Wasser ist aber ein bisschen komisch animiert. Hätte man auch besser machen können. Okay, müssen wir also da Brücke... Ah, die Brücke müssen wir runtersetzen, bis wir da rüberkommen. Okay, ich verstehe. Warum liegen denn hier so viele Briefe rum? Und alles von der Wartung, ja? Stromversorgung zur Brücke wiederhergestellt. Nach dem schweren Regenfall vor kurzem haben wir die Brücke fast verloren. Nicht vergessen, wenn der Wasserpegel steigt, muss die Brücke geöffnet werden. Das ist der einzigste Weg, um hier herauszukommen. Wenn die Stromzufuhr erneut ausfällt, muss sie wiederhergestellt werden, bevor die Brücke bedient werden kann. Alle Mitarbeiter im Pumpenraum müssen mit diesem Ablauf vertraut gemacht werden. Schließlich soll hier unten niemand festsitzen und die Fähre von der Insel verpassen. Na, das wollen wir natürlich auch nicht, deswegen suchen wir jetzt Stromanschluss. Den Schalter hier. Vor, brauchen wir nicht. Der Schreibtisch ist auch schon ausgeraubt, aber der geht nicht. Nochmal ein Brief. Wir haben ihn gefunden. Wir alle wussten, er war verärgert darüber, wie ihn einige der anderen Wärter behandelt haben. Aber die Docs haben uns gesagt, sein Tagebuch würde ihm helfen. Ich habe es gelesen und dachte, ich finde vielleicht einen Abschiedsbrief. Aber ein letzter Eintrag ergibt keinen Sinn. Ich habe den Inhalt zur besseren Übersicht hier übertragen und wir werden ihn der Polizei übergeben. Für den Fall, dass es sich um einen Code handelt... 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Das sind aber viele 13. Mit Fragezeichen dazwischen. Ob wir die Code irgendwann noch brauchen. Doc! Ich habe getan, was Sie mir gesagt haben. Die Aufzeichnung von Patienten 13 wurde zerstört. Und wir haben alles, was Sie jemals getragen haben. Getragen, verwendet oder gebastelt hat, in Heizofen in der Kanalisation verbrannt. Woher wussten Sie vom alten Heizofen unter den Tunneln? Da unten scheint seit Jahrzehnten niemand mehr gewesen zu sein. Oh Mann, zweifel schon. Dass das hier ein gutes Ende haben wird. Putting the pieces together, discovering how they fit. So, wir haben den Stromschalter gefunden. Oh, da hinten liegt noch was.
Je mehr ich mich mit diesem Tagebuch befasse, desto mehr gefällt es mir. Ich habe angefangen, durch die Tunnel zu wandern und bin auf den alten Pumpenraum gestoßen. Ich habe gehört, dass sie das Abwasser auf der Insel hier behandeln wollen. Es zu Trinkwasser oder ähnliches machen. Schätze, daraus ist wohl nie richtig was geworden. Egal. Das eine Pech ist des anderen Glück. Jetzt habe ich dieses nette kleine Privatbüro mit einem Schreibtisch, das ich verwenden kann. Wenn Mercer es nicht braucht, es ist fast wie meine persönliche kleine Festung. Ich denke mal, so geht's den meisten, die hinterm Schreibtisch arbeiten. So, und ich kann es benutzen. Aber was passiert und ob die Brücke runterkommt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Schaltet bitte wieder ein, ich würde mich freuen. Danke, bis dann. Ciao.